Okay, wir sind hier wieder zurück und dann wollen wir mal da über den Fluss. Als erstes mal hier die Bretter. Irgendwo. Wo konnte man denn das? Hallo? Ach hier, Mist. Daneben. Hier hat's doch aufgeleuchtet. Ach komm schon, irgendwo muss man doch die Bretter drüberlegen können. Ist ja eine Rumsucherei hier. Okay, geht irgendwie nicht. Wie kommen wir dann über den Fluss? Irgendwo musste man doch rüber hier. Menno, ich weiß doch noch, wie es war. Und das musste man. Ach, hier. Na, geht doch, so. Aber jetzt können wir nicht darüber. Prima, dann mal los. Ups, das ist aber nicht besonders stabil. Na, Dickilein, halten die Bretter dich nicht aus? Versuch's doch selbst mal. Ist ja schon gut. Wir müssen die Bretter irgendwie stabilisieren. Wie wär's, wenn wir eine Hängebrücke bauen? Schwesterchen, du überraschst mich immer wieder. Also gut, zuerst müssen wir was bauen, an dem wir die Bretter aufhängen können. Ja, er kann bis in die Mitte laufen, aber dann nicht mehr weiter, weil es würde ja brechen, natürlich. So. Los geht's. Einige Minuten später. Super. Jetzt müssen wir die Bretter in der Mitte nur noch mit den Latten verbinden und dann können sie nicht mehr durchbrechen. So, Freunde. Wieso? Weil dann die Balken dein Gewicht tragen, Dick, und nicht mehr die Bretter. Das ist Physik. Und das hast du gewusst, Anne? Tja, Physik ist eben nicht nur was für Jungs. Alles klar. Wer wagt sich drauf? Auf jeden Fall jemand, der leichter ist als ich. Na, das dürfte doch wohl kein Problem sein, oder? Wer wagt sich drauf und bindet das zusammen? Ich frage mich, wer darüber ist und der die Latten da aufgestellt hat. Na, wo ist hier die Logik, bitte? Okay, hier den Schlauch. Na, komm schon, Schlauch. Ich mach das. Ich bin die Leichteste. Das war ganz einfach. Los, kommt rüber. Natürlich. Komm mal her, Und Julian. zeig mal, was du gefunden hast, Timmy. Das ist ja wohl unglaublich. Ich sehe was da oben im Baum. Ist das der Junge, von dem ihr geredet habt? Allerdings, das ist er. Hedy, hast du etwa die ganze Zeit da oben gesessen? Eddie, komm sofort da runter. Warum seid ihr denn so böse? Ich wollte James doch nur einen Streich spielen. Schämst du dich denn gar nicht? James macht sich Sorgen, wir machen uns Sorgen und du sitzt da in aller Seelenruhe. Schimpf nicht so mit mir. Du hast ja keine Ahnung, wie langweilig mir ist. So ein Versteckspiel ist wirklich meine einzige Abwechslung. Darf ich nicht vielleicht doch mit euch zum Zelten? Du gehst jetzt besser schleunigst zum Bauernhof, damit James nicht länger suchen muss. Du kannst uns ja morgen unser Frühstück bringen und dann ein bisschen bei uns bleiben. Danke. Also dann bis morgen. Ja, lieber stundenlang auf dem Baum sitzen, das ist natürlich ein netter Zeitvertreib. Viel besser, wenn einem langweilig ist. Mach das ruhig. Super. So, dann glaube ich, können wir da mal zurück, oder? Verschwinden wir hier. Na toll, jetzt fängt die gleiche Arbeit von vorne an. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir keine Streichhölzer mehr haben. Aber lass uns erst noch mal neues Brennmaterial stapeln. Ach, nicht schon wieder. Okay, als erstes die Zeitung.
Richtig. Und jetzt noch etwas Reisig. Beeil dich. Warum eigentlich immer ich? Ihr seid voll fies. Okay, hier der Reisig. Perfekt. Und zum Schluss hier. Scheiße, wir haben kein Feuerholz mehr. Und das hier ist doch nass, oder? Ah ne, trockener Holzstapel. Hier. Hallo? Obere Holzscheite nass. Okay. Kannst du hier nicht... Warum nimmt er jetzt kein Holz? Ist ja unlogisch. Wozu Holz? Brauchen wir nicht. Ja, was dann? Noch mehr Zeitung? Das macht keinen Sinn. Ja, du sollst... auch hier... das Holz nehmen. Du Volltrottel. Jetzt nimm das Holz. Ich glaub's ja nicht. Was dann? Hallo? Wir brauchen doch Holz. Hier, mit dem kannst du Feuer machen. Oh. Ja, na klar. Na bitte, was ein alter Profi ist. Wir sollten zusehen, dass wir schnell dickes Holz nachlegen, sonst ist das Feuer gleich wieder aus. Klar, das Mondlicht reicht doch völlig aus für das. So, jetzt nehmen wir mal die unteren Holzscheite. Hey, seht mal. Da ist was unter dem Holzstapel. Cool. Eine Geheimtür. Oh, lala, eine geheime Tür. Lass sehen. Ist ja irre. Wo die Treppe wohl hinführt? Das werden wir gleich sehen. Was meinst du damit? Dreimal darfst du raten, Schwesterchen. Wir gehen da jetzt runter. Aber es ist doch völlig duster da. Und unsere Taschenlampe können wir vergessen. Die Batterien sind nämlich leer. Also als erstes legen wir doch mal Holz drauf hier. So. Ah! So geht's natürlich auch. So, jetzt hat unser Feuer Nachschub und wir haben eine Fackel. Alles klar, dann lasst uns mal los. Timmy, du bleibst hier und bewachst unser Lager, hörst du? Also los, Timmy, bewach das Lager und wenn einer kommt, dann beiß ihm in den Hintern. Wisst ihr, wo wir hier sind? Auf dem Mount Everest. Sieht aus wie deine Höhle, George. Keine Ahnung, aber ich weiß, wo ich lieber wäre. Ja, auf dem Mount Everest. Auf dem Mount Everest? Nein, du Witzbold. Keine Ahnung, aber ich weiß, wo ich lieber wäre. Keine Ahnung, aber ich weiß, wo ich lieber wäre. Interessiert mich kein bisschen. Sieht aus wie deine Höhle, George. Messerscharf kombiniert, Mr. Watson. Meinst du wirklich? Ich bin mir todsicher. Ich kann's nur nicht fassen, dass ich diesen Eingang vorher nie bemerkt habe. Das muss früher der Weg für die Schmuggler gewesen sein. Von der Höhle aus konnten sie ihre geheime Ware ungestört nach oben in die Spelunke verfrachten. Sag mal, das ist doch Timmy, der da so ein Theater macht, oder? Los, da stimmt was nicht. Na dann schnell nachgucken und hoch mit uns. Ja, zum einäugigen Piraten zurück, aber ein bisschen Dalli hier. Hey, Timmy, was hast du? Was ist los? Hey, Timmy, ich bin's. Zeig mal, was hast du denn da? Ja, gibt's denn das? So habe ich Timmy ja noch nie erlebt. Ich muss wissen, wo er hin ist. Okay, schnell hinterher, irgendwo da hoch. Na komm schon, beeil dich. Komm, Dick, bleib hier. Dunkelheit findest du Timmy doch nicht. Na dann, Taschenlampe geht nicht. Wir haben Hundepfeife vielleicht. Komm zurück, Timmy. Nein, daneben. Nee, das geht nicht. Schade. Fackel können wir auch nicht mitnehmen. Aber hier brennt doch jetzt Licht. Sag mal, spinnig?
Oder ist da auf einmal Licht in dem einäugigen Piraten? Nein, du hast recht. Das sieht aus wie Licht. Oh Mann. Aber wie sollte da jemand reinkommen? Die Tür ist vernagelt, die Fenster sind vergittert. Naja, vielleicht ist es ja auch nur der Schein vom Feuer. Natürlich, wohl kaum. Können wir denn wieder hier hinunter? Nein. Wir brauchen irgendwie Licht, aber ich weiß nicht wie. Oder wir reiben uns mit Butter ein. Komm schon, Anne. Nee, geht auch nicht. Schlechte Idee. Licht. Ja, wie können wir denn noch Licht machen? Wir haben ja keine Fackeln mehr oder so. Wir könnten eigentlich mal schlafen gehen, aber das können wir auch nicht. Warum können wir denn die verflixte Hundepfeife nicht benutzen? Hundepfeife. Irgendwer. Nee, das geht nicht. Das geht definitiv nicht. Hm, was dann? Wir brauchen Batterien. Komm, Dick, bleib hier. Bei der Dunkelheit findest du Timmy doch nicht. Ja, aber Mann, irgendwie muss ich doch Licht irgendwo herkriegen. Jetzt komm schon. Ich weiß nur nicht, wo hier. Feuerplatz. Warum haben wir nichts zum Verbrennen? Ein Gummihammer bringt uns auch wenig. Hauen wir uns mal zum Schlafen hin. Das macht keinen Sinn. Doch, ich will schlafen gehen. Mach dir keine Sorgen, George. Timmy kommt bestimmt bald wieder. Aha. Ja, wenn du die verdammte Hundepfeife benutzen würdest, dann wird er bestimmt wiederkommen, George. Jetzt mach mal hinne hier, oder du. Das macht keinen Sinn. Natürlich macht das keinen Sinn, natürlich nicht. Nein, eine Hundepfeife benutzen, um den Hund zu rufen, macht keinen Sinn. Aber alles andere macht auch keinen Sinn. Ich glaube, ich futter mal was. Geht auch nicht. Hier, wollt ihr was futtern? Auch nicht. Ach Gott, wie geht's denn hier weiter? Hier ist nichts. Zu der Tür können wir wahrscheinlich auch nicht. Nee, da sagt er auch gar nichts dazu. Puh, da kommen wir nicht weiter. Schlafen können wir anscheinend auch nicht. Ach, wir können doch wieder hier hinunter. Ja, natürlich. Jetzt ist es ja hier auch genug hell. Was haben wir denn hier so? Was ist denn das? Gibt's hier überhaupt irgendwas? Ach, hier können wir lang. Hier können wir hinaus. Lieber nicht. Dann halt nicht. Können wir halt nicht hinaus. Man muss hier schon jedes Pixelchen absuchen, damit man was findet. Können wir denn hier nicht eine Truhe öffnen oder so? Hier muss doch was sein. Hm. Aber hier ist nichts. Können wir denn da die Angelrute nicht mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Können wir alles nicht gebrauchen anscheinend. Ach, meine Güte. Nö, scheint alles nicht zu klappen. Was dann? Warum können wir hier nicht so einen Holzscheit nehmen und anzünden und dann haben wir wieder eine Fackel? Meine Güte, ich habe echt keine Ahnung. Butter auf Brot schmieren? Lieber nicht. Na gut. Das will ich nicht. Nein, das willst du natürlich nicht. Warum auch? Boah, ich habe immer noch das Gefühl, man müsste mit der Hundepfeife was machen. Aber es scheint einfach nicht zu stimmen. Puh, was dann, Freunde, was dann? Ja, ich glaube, ich suche wieder mal offscreen weiter, anstatt hier die ganze Zeit. Dann speichern wir nochmal. Komm schon. So, speichern hier, speichern. Mr. Sweepy natürlich. Zack!
Und wir hören uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es wieder heißt Let's Play 5 Freunde auf Entführerjagd. Bis dann!